Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Burgwächter TSE Home and Business. Für eine Welt ohne Schlüssel. Heute begrüßen wir in unserer Sendung den fabelhaften Jonas Zachmann. Er hat das Down-Syndrom und ist Autor. Gemeinsam mit seiner Mutter Doro Zachmann geht er auf Lesetour. Und heute sind die beiden mit ihrem aktuellen Buch bei uns. Und es wird natürlich auch wieder musikalisch. Wir präsentieren Carola und Eberhard Rink mit ihrem neuen Album Immer ist was. Freuen Sie sich drauf. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ein Buch schreiben, das ist eine große Aufgabe. Das geht nicht mal eben von heute auf morgen. Unser heutiger Gast hat mit seiner Mutter zusammen schon 2 Bücher geschrieben. Herzlich willkommen, Jonas Zachmann und Doro Zachmann. Schön, dass ihr beiden da seid. Hallo. Danke. Mensch, Jonas, 2 Bücher. Bist du ein echter Star-Autor sozusagen? Ja, auch Star, aber gehen die nicht um mich. Okay, ein bisschen auch um mich, aber gehen wir ja. Ja, hat schon viel mit dir zu tun. Erklärt doch vielleicht einfach mal den Leuten, die eure Bücher noch nicht so kennen, was sind das für Bücher? Schreibt ihr Kriminalromane oder Heimatromane? Worum geht es denn eigentlich? Viel spannender. Viel spannender, ich hoffe. Ja. Ich glaube, es ist Abenteuer. Abenteuer? Abenteuer, Liebe, das ist alles. Aha, die Abenteuer dabei. Des Jonas Z. Sozusagen. Ja. Genau. Das heißt, so autobiografisch, tagebuchmäßig ein bisschen, was du so für Gedanken und Ideen hast und Erlebnisse? Ich würde sagen, viel Erlebnis gehabt. Das wäre mein Leben bisschen schwer gehabt. Und jetzt einfach nachdenken, dass man wirklich mein Leben ist. Und nachdenken. Okay, also über dein Leben, was du für Schwierigkeiten hast, ja. Aber bestimmt auch die schönen Sachen. Genau. Und so. Okay. Und ihr wechselt euch dann ab. Einer schreibt mal einen Absatz und dann wieder der andere. Ja. Ja, also manchmal erzählen wir das gleiche Erlebnis sozusagen aus zweierlei Sicht. Manchmal habe ich einfach Tagebucherlebnisse oder Anekdoten aus dem Alltag erzählt. Dann erzählt wieder Jonas. Und das Ganze ist natürlich dann so aufgebaut, dass es auch irgendwie einen roten Faden hat und einen Fluss. Und genau, und verschiedene Lebensthemen, die ihn einfach jetzt im Moment aktuell auch betreffen. Da geht es jetzt, also im neuen Buch geht es jetzt eben um die Arbeitsstelle, es geht um den Auszug von zu Hause, Liebe, Verliebtsein natürlich, klaro. Vertiefen wir alles gleich. Oh, okay, ganz kurz, Jonas, magst du Musik? Ja. Was ist deine Lieblingsband? Oh, da kann ich nicht auswendig. Aber spielst du selber auch vielleicht ein bisschen? Die Prinzen. Okay, wir brauchten einen musikalischen Übergang zum nächsten ja, Beitrag. Genau, das kommt richtig. Nämlich jetzt. Gut, weil jetzt geht es um eine Dame, die Gitarre spielt. Und zwar ist die Musikerin aus Leidenschaft. Und schon ganz früh als Kind war ihr klar, ich will Musikerin werden. Doch es gab einige Hindernisse, die es für sie fast unmöglich gemacht hat, ihren Traum zu leben. 1, 2, 3, 4. Kira Goldman ist Musikerin mit Leib und Seele. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie davon geträumt, Musikerin zu sein. Sie kommt aus Jersey City in den USA und ist mit Musik umgeben aufgewachsen. Als Teenager ist sie 2 Stunden vor der Schule aufgestanden, um Gitarre zu üben und Lieder zu schreiben. Wir hatten regelmäßig Live-Musik bei uns zu Hause. Meine Eltern haben zusammen in einer Band gespielt und haben bei uns oft geübt. Meine Mutter hatte einfach gerne Gäste und Unterhaltung. Und mein Vater hat oft seine eigenen Lieder vorgespielt. Meine Mutter hat Kassetten, wo ich als 5-Jährige selbst erfundene Lieder singe. Ich habe schon früh angefangen. Als ich dann 13, 14 war, wusste ich, ich will Gitarre spielen, unbedingt. Und sobald ich 2 Griffe konnte, habe ich Lieder mit 2 Griffen geschrieben. Als ich dann 3 Griffe konnte, Lieder mit 3 Griffen. Ja, mit 14 habe ich ernsthaft angefangen.
Amsterdam. Kira ist hier, um ein Musikvideo aufzunehmen. Das verbindet sie mit ihrer Tour durch die Niederlande und Belgien. Donna Lynn, eine Schulfreundin, hilft ihr bei den Dreharbeiten und sie hilft Kira, ihre Sachen zu tragen. Denn Kira hat immer wieder Schmerzen in den Gelenken, vor allem in den Fingern. Das hätte ihr fast die Möglichkeit geraubt, weiter Gitarre zu spielen. Ich habe erst vor ein paar Jahren herausgefunden, dass ich Rheuma habe. Ich hatte immer mehr Schmerzen, aber keine Ahnung, was ich hatte. Die Finger hier und hier haben wehgetan, mein Ellbogen auch. Mein kleiner Finger hat nicht richtig funktioniert und so musste ich lernen, die Griffe neu zu greifen, damit es einigermaßen ging. Aber ich liebe es, Musik zu machen und da habe ich den Schmerz einfach ignoriert. Für Kira ist klar, seinem Traum muss man hartnäckig nacheifern, egal was passiert. Schon früh in ihrer Karriere musste sie das lernen, als ihre Mutter plötzlich an einem Gehirnschlag starb. Ihr größter Fan und Unterstützer war auf einmal nicht mehr da. Der größte Schlag in meinem Leben war definitiv der Tod meiner Mutter, als ich 16 war. So ein Schmerz geht nicht weg. Er wird immer da sein und ich werde sie immer vermissen. Wir sind damals gerade nach Georgia umgezogen und ich war total allein. Mein Vater musste arbeiten und hat auch getrauert. Das war echt hart. Mir war klar, Gott hat mit dem Tod meiner Mutter nichts zu tun. Ich wusste, er wird mir beistehen und mein Vater hat das auch so gesehen. Er weiß, dass Gott ihm seine Frau nicht weggenommen hat, aber Gott würde ihm dadurch helfen. Ihre enge Beziehung zu Gott spürt man auch in Kiras Liedern. Viele ihrer Songs haben ihren Ursprung in ihrem eigenen Leben und wie sie Gott in dieser Zeit erlebt hat. Meine Lebensanschauung ist fest darin verankert, dass Gott mit mir ist und mein Leben und mein Herz in seiner Hand ist und alles zum Guten führt. Und egal, wie es mir gerade geht, ich schreibe Lieder. In schönen Zeiten sind es schöne Lieder, in schlechten Zeiten Lieder, die mich durch diese Zeit tragen. Ich spiele jedes Lied erstmal meinem Vater vor. Und wenn er es mag, sagt er, das muss ich nochmal hören. Dann weiß ich, es ist ein gutes Lied. Trotz aller Hindernisse ist Kira ihrem Traum, Musikerin zu werden, treu geblieben. Noch kann sie von ihrer Musik nicht leben, sie muss nebenher immer noch jobben. Und ohne Hilfe von Familie und Freunden würde es gar nicht gehen. Wenn man selbstständig ist, kann man das tun, was man liebt und kann seinem Traum nachgehen. Aber es ist kein stabiles Leben. Man muss immer am Ball bleiben, Jobs suchen, Leute anrufen, Auftritte buchen. Aber das ist es wert. Ich bin dazu geschaffen, Musik zu machen. Ich kann nicht anders. Ich kenne Kira jetzt schon seit einigen Jahren und seitdem ich sie kenne, eifert sie ihrem Traum nach. Sie hat noch nicht aufgegeben. Sie schreibt weiter, nimmt Lieder auf, tritt live auf. Es ist wirklich bewundernswert, wie sie sich weiterhin ins Zeug legt. Kira hat mittlerweile 4 Alben aufgenommen, 2 Musikvideos gedreht und ist dutzende Male live aufgetreten. Aber das, was ihr am wertvollsten ist, sind ihre Freunde. Wow, 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 sehr toll finde ich diese Frau, so positiv, wie sie damit umgeht. Unter gottseidank.tv finden Sie den Link zu Ihrer Internetseite, wenn Sie sich also noch mehr für Ihre Musik interessieren. So, und jetzt reden wir mal über euer Buch. Ich wollte es ja so gerne in die Kamera zeigen, aber es ist ganz, ganz, ganz frisch aus dem Druck gekommen und hängt irgendwie in der Post noch. Also es ist wirklich komplett neu. Du musst mir da ein bisschen beschreiben, wie heißt dieses Buch? Also, du meinst das neue Buch? Das neue Buch, ja. Genau. Wer heißt das? Also, die heißt Ich bin kein Star, bin ich. Ich bin kein Star, bin ich. Mhm. Aber du bist doch ein Star. Also, geh nicht auf mich. Wirklich nicht. Geh bitte auch auf mich, aber nicht andauernd mich. Okay, um wen geht's da noch? Also, es geht um dich, aber nicht nur. Okay, um deine Familie.
Und ihr geht auch zusammen auf Lesungen, du und deine Mutter? Ja, nicht so oft, aber ich gehe schon manchmal hin. Zweimal im Monat schon? Ach, zweimal im Monat ist eigentlich schon ganz gut. Ja, ich mache noch andere Sachen, aber wir beide so zweimal im Monat etwa. Und wie so eine Lesung abgeht, ich war nämlich schon mal da, das ist schon ein paar Jahre her, das ist 4 Jahre her, da habt ihr euer erstes Buch geschrieben und da war ich bei einer Lesung dabei. Und da gucken wir gerade mal rein, wie sowas abläuft, ja? Ja. Cool. Hallo, ich bin Jörg Zachmann. Okay, Max kennt mich immer. Ich bin jünglicher und ein Junge. Und bin 19 Jahre alt. So alt bin ich schon. Ich bin einzigartig und ich bin erwachsen. Mama ist anders als ich. Jonas, weil ich behindert bin. Weil ich da nicht rum bin. Aber er ist nicht schlimm. Ist okay bei mir. Ich habe eine gute Welt und Frieden durch mein Gott. Ich glaube an Gott oder Jesus. War noch in der Schule bis Sommer, jetzt bin ich entlassen und arbeite gehen. Reite fertig von Jonas Set. Das ist sehr toll. Ich glaube, es lohnt sich mal bei einer Lesung dabei zu sein. Beim Schreiben, wer sagt denn, was geschrieben wird? Also wir wechseln immer ab. Mhm. Also ab und zu wechseln wir ab. Und wenn wir geschrieben haben, dann erzählst du mal. Ja, also dieses Buch haben wir ja nicht mehr zusammen wunderweise zu Hause geschrieben, sondern Jonas war schon ausgezogen. Also haben wir uns auf neutralem Boden meistens getroffen, im Café. Ja, und dann habe ich gesagt, Jonas, wie sieht's aus? Hast du Lust zu schreiben? Was schreiben wir heute? Und er dann so, überlegen. Manchmal kam sofort eine Idee oder was ihn gerade beschäftigt. Und dann war auch das Thema schon klar. Und manchmal muss ich erstmal so ein bisschen rauskitzeln. Was geht ihm denn gerade so durch Kopf, durch Bauch, durch Herz? Genau. Durch Bauch. Was war heute auf der Arbeit oder so? Also manchmal war es ein bisschen zäh und da mussten wir erstmal eine Weile quatschen, bis wir irgendwo an ein Thema kamen. Aber manchmal war es auch ganz spontan. Und, oder er hat gesagt, Mama, keine Lust zu schreiben, bitte nur erzählen und du schreibst. Und dann hat er diktiert sozusagen und ganz unterschiedlich. Jonas, musst du auch Autogramme geben? Klar. Nachher dann hätte ich gern eins, ne? Klar. Ist klar. Aber Mama fängt an, dann komme ich. Ich soll zuerst schreiben, dann du. Ja, wie ein kleiner Traum doch auch, oder? So Buchautor zu sein, vor Leuten zu sitzen, dass die dann zu einem kommen, was von einem wollen. Das ist ein kleines Träumchen auch, oder? Bisschen. Immer. Geht immer noch besser, ne? Aber ist schon was Schönes. Es geht nämlich jetzt auch um einen Traum. Einmal nach Afrika, das war Sarah Buhls Traum. Aber als Vollzeitmama mit 4 Kindern, die gerade ein Haus gebaut hat, unmöglich. Sie hat keine Zeit und vor allem kein Geld für verrückte Pläne. Doch dann kam, Gott sei Dank, alles anders. Gibt's Marlene? Kannst du den Deckel abmachen? Kannst du das Mehl hinschütten? Sarah Buhl ist Hausfrau und Mama von 4 Kindern. Und sie hat einen Traum, einmal im Leben nach Afrika zu reisen. Ich habe mich früh für die Familie entschieden. Wir haben früh geheiratet, früh Kinder bekommen. Und dann war es halt nicht so möglich, dass wir viele Reisen durch die ganze Welt machen. Bis zu dem Tag, an dem ihr Mann Daniel eine Einladung mitbringt zu einer ganz besonderen Afrika-Reise. Die Organisation Opportunity International sucht Autofahrer, um gespendete Fahrzeuge von der Westküste Afrikas in das östliche Malawi zu fahren. Die Autos sollen dort verkauft und der Erlös Schulen zugutekommen. Sarah ist fasziniert. Schließlich geht es darum, Menschen vor Ort zu helfen. Doch es gibt einen Haken. Die Fahrer müssen die Kosten selbst tragen. Dann kamen mir die Tränen, weil ich gemerkt habe, das ist genau das, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Für einen guten Zweck nach Afrika reisen. Und mir kamen die Tränen, weil mir in dem Moment ja auch klar war, das kann ich mir nicht leisten. Sarah informiert sich. Die Reise kostet 6.000 Euro. Ehepaar Buhl hat gerade ihr Haus erweitert. Es stehen noch offene Rechnungen an. Und innerhalb von 2 Wochen sollte ich mich ja entscheiden. Und wie soll ich dann innerhalb von 2 Wochen diese Geldsumme zusammenkriegen? Das war für uns beide völlig unmöglich. Aus der Traum von Afrika. Bis am nächsten Tag das Telefon klingelt.
und sie völlig unerwartet eine 1.000-Euro-Spende für die Reise angeboten bekommt. Was nun? Sarah ist unschlüssig. Als Christ liest sie regelmäßig in der Bibel. Und als sie diese an dem Tag aufschlägt, findet sie eine erstaunliche Antwort. Ja, und dann stand da Jesaja 55, komm, es kostet nichts. Und mir war in dem Moment klar, ich soll nach Afrika. Ich weiß nicht wie, ich weiß überhaupt nicht ansatzweise, wie ich so viel Geld zusammenkriegen soll. Aber ich soll nach Afrika. Und jetzt ganz schön quick. Übers Internet macht sie die Aktion öffentlich. Und was in den nächsten 2 Monaten passiert ist, ich kann das noch immer nicht in Worte fassen, weil ich plötzlich von überall Geld gekriegt habe. Ich kann das gar nicht beschreiben. Manchmal war ein Umschlag mit Geld im Briefkasten. Manchmal war plötzlich ein Betrag auf unserem Konto. Und ich hatte nicht alles auf einmal, aber immer wenn ich was überweisen musste, war plötzlich das Geld da. Freunde, Verwandte und Bekannte. Alle geben was dazu. Und am 31. Januar 2015 ist Sarah zum ersten Mal in Afrika. Sie erlebt das, wovon sie immer geträumt hat. Doch sie will nicht nur das touristische Afrika sehen. Die Organisation Opportunity International hat dort mehrere Sozialprojekte, die sie den Fahrern vorstellen. Dabei kommt die Reisegruppe zu einer Schule, die keinen Wasserbrunnen hat. Für uns war es extrem erschreckend. Wir hatten da so ein Wasser, so ein Loch, wo sie mit Eimer das Wasser hochziehen mussten. Und wir haben dann eben mitbekommen, oder das wurde uns auch gesagt, dass jede Woche 20 Schüler mussten ins Krankenhaus, weil sie sich irgendwelche Infektionen von diesem Trinkwasser holen. Es hat natürlich auch immer so gerochen. Es ist sehr warm, auch die Möglichkeit zu duschen ist da nicht. Die mussten sich ja dann immer das Wasser mit dem Eimer irgendwie hochziehen. Zum Mittag sind wir eingeladen worden und sollten dort in so einem Hotel so ein Mittagsbuffet genießen. Und ich konnte kaum was essen, weil ich gedacht habe, wir erleben am Vormittag so eine totale Armut, die nicht mal wissen, was sie essen und was sie trinken können. Und wir haben am Mittag so viel zu essen und wissen, also das war für mich so schlimm, ich konnte an dem Tag nichts essen. Sarah will den Menschen vor Ort helfen. Doch wie ohne Geld? Dann erlebt sie, dass auch hier gilt, gemeinsam ist man stärker. Und am nächsten Abend sind tatsächlich 3 aus unserem Team aufgestanden und haben gesagt, so, wir wollen gerne irgendwie da so einen Brunnenbau in die Hand nehmen. Wir starten mit Summe X und jeder, der was dazulegen möchte, der kann das machen. Und tatsächlich, die nötige Summe kommt zusammen. Der Brunnen kann gebaut werden. Und es ist auch nicht bekannt, dass jetzt noch mal jemand wegen des Wassers krank wurde. Nach 14 Tagen ist Sarahs Reise vorbei. Zurück nach Hause, zurück in den Alltag. Doch Afrika lässt sie nicht los. Wir verbringen in Deutschland so viel Zeit und Energie, Dinge auf die Beine zu stellen, selbst in Urlaub zu fahren oder Häuser schick zu machen, Häuser zu bauen. Und eigentlich ist das so unnötig, weil wir das doch alles nicht behalten können. Persönliche Beziehungen zu Menschen sind mir seitdem noch viel, viel wichtiger geworden. Und was ist mit dem Traum von Afrika? Ich würde sehr gerne. Allerdings habe ich meinen Kindern versprochen, wenn ich nochmal nach Afrika gehe, dann nehme ich euch mit. Von daher wird es wahrscheinlich auch erstmal nichts, ja. Aber ich würde so gerne nochmal nach Afrika. Ja, öfter mal Jesaja 55 lesen. Komm, es kostet nichts, das versuche ich jetzt mal. Wenn die Reiselust jetzt auch Sie gepackt hat, dann haben wir eine gute Neuigkeit. Auch nächstes Jahr gibt es eine Rallye durch Afrika, um Schulen zu unterstützen. Auf unserer Homepage finden Sie den Link zur Organisation Opportunity International, die das Ganze veranstaltet. So eine Reise nach Afrika, Jonas, wäre das was für dich? Hättest du auch mal Lust? Ja. Mit Mama zusammen? Oder? Ohne Mama. Ohne Familie. Ohne Familie? Warum würdest du gerne alleine? Ich würde gerne so Freunde zusammen machen, also Familie.
Und das genügt mir, wenn ich meine Familie Urlaub gemacht habe. Du magst auch gerne deine Selbstständigkeit. Ne? Du wohnst in einer WG im Augenblick, ne? Ja. Also bist schon vor einer Weile ausgezogen von zu Hause? Ja, schon zweieinhalb Jahre ist eine Nummer. Es ist eine Wohnung. Okay. Und ich wohne eine Wohnung und dann neben drei meine Eltern. Also du das kommst, ist jetzt sein größter Traum. Ach dann. So, also, dass du eine ganz eigene kriegst. Eigene Wohnung ganz alleine. Noch bist du in einer WG? Hast ja, du da noch, auch ja. Aufgaben? Musst du da auch ja, regelmäßig auch abwaschen und so ein Kram? Oder ja, muss sein, aufräumen ne? und waschen. Aufräumen, aufräumen und waschen. Ja. Okay. Was findest du cool an einer WG? Das ist nicht cool. Nee. Nicht cool? Überhaupt nicht. Warum? Wahrscheinlich. Streitet ihr euch ständig, oder nein, was? Nein, ich kann nicht im Streit. Ich habe das Gefühl, ich kann ich gehe nicht hierher. Mhm. Deswegen. Okay, deshalb lieber alleine. Ja. Mhm. Das ist lieber. Okay, das kann ja kommen jetzt noch. Du arbeitest auch regelmäßig? Ja, was machst, auch. Was machst du? Ich arbeite in der Schreinerei in Haxfeld, in HWK. HWK heißt? Also HWK heißt mit Daumentrupp oder ohne Daumentrupp zusammenarbeiten. Okay. Genau. In der Schreinerei? Ja, genau, in Schreinerei. Tolle Arbeit. Ja. Schön, okay. Mhm, super. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Wie ist das bei euch, 31. Oktober, Reformationstag? Habt ihr da frei in Baden-Württemberg? Wisst ihr das? Keine Ahnung. Nee, ich glaub nicht. Also ich glaube, wir in Hessen haben nicht frei. Ich glaube, es gibt auch nur ganz, ganz wenige Bundesländer, die frei haben. Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder irgendwie. Auf alle Fälle, der Reformationstag, der steht zwar im Kalender, aber fast keiner feiert ihn, weil es kein Feiertag ist. Dabei finde ich das total schade. Da gibt es nämlich eine ganze, ganze Menge zu feiern. Und das hat mit Martin Luther zu tun. Seines Zeichens war der nämlich Reformator. Die fünf unglaublichen Fakten über den Reformationstag. Nee, nicht der. Schon besser. Punkt 1. Martin Luther. Das ist Martin Luther. Da steht er nun und kann nicht anders, wie das halt so ist als Statue. Hier in Wittenberg war er Theologieprofessor. Zu seiner Zeit vor 500 Jahren, da konnte man als Theologe noch Geschichte schreiben, vor allem wenn man aufgemuckt hat. Und das hat er, der Martin Luther. Er wollte die Kirche restaurieren. Reformieren, also erneuern, weil da so einiges schief lief. Herausgekommen ist leider eine Kirchenspaltung. Neben katholischen Christen gibt es seitdem nämlich auch evangelische. Andererseits haben Luthers Ideen in der ganzen Welt viel bewirkt. Und deshalb hat die evangelische Kirche ihrem Reformator sogar einen Feiertag spendiert. Den Reformationstag am 31. Oktober. Und damit wären wir bei Punkt 2, der Anschlag. Hat er? Oder hat er nicht? Bis heute streiten sich Historiker darüber, ob Luther nun am 31. Oktober 1517 seine berühmten 95 Thesen wirklich an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen hat oder nicht. Tja, diese Frage bleibt eine Baustelle. Was würden die vielen Historiker sonst den ganzen Tag machen, wenn sie nicht was zu streiten hätten? So oder so steht eines fest, Martin Luther veröffentlichte zu dieser Zeit tatsächlich 95 Thesen, die hat er auch an verschiedene wichtige Politiker und Kirchenleute geschickt. Und mit denen wollte er, genau, sich mal so richtig streiten. Punkt 3. Ablass. 95 Thesen, wer soll die denn alle lesen? Naja. Zusammengefasst geht es eigentlich um die Frage, was man tun muss, um vor Gott gut dazustehen. Besonders dämlich fand Luther die Praxis des Ablasshandels, vor allem seine hier, Johann Tetzel. Der wurde berühmt mit dem Spruch, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Katsching! Angeblich konnte man sich mit so einem Ablassbrief aus dem Fegefeuer freikaufen. Letztlich verdienten aber vor allem die Mächtigen viel Geld mit dem Ablasshandel. Luther machte das sauer. Gottes Anerkennung könne man sich nicht verdienen, nicht mit guten Taten und schon gar nicht mit Geld. Punkt 4. Gnade. Aber wie kommt man denn jetzt in den Himmel? Luthers überraschende Antwort? Alles Gnade. Du musst nur glauben, sonst nichts.
Und das hatte sich nicht selbst ausgedacht, es steht so in der Bibel. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Man kann nichts dafür tun. Man muss nichts bezahlen. Eigentlich wussten das die Christen schon immer. Sie hatten es wohl nur vergessen. Punkt 5. Halloween. Nicht nur der Reformationstag wird am 31. Oktober gefeiert, sondern auch Halloween. Kann das Zufall sein? Kann sein, muss aber nicht. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, was diese Gruselgestalten an der Haustür fordern? Süßes oder Saures, lecker Bonbons oder faule Eier an der Haustür? Tja, in Wirklichkeit sind das moderne Ablasshändler. Her mit der Kohle oder ab ins Fegefeuer. Aber liebe Kinder, denkt doch mal an Martin Luther. Ob Himmel oder Süßigkeiten, da hilft kein Drohen. Alles Gnade. Ja, und Sie sehen richtig, wir sind jetzt hier nur noch zu dritt. Aber keine Angst, Jonas ist noch bei uns. Er ist jetzt aber Kameramann. Er hat nämlich die Seiten gewechselt. Hallo, Jonas. Genau. Das heißt, wir unterhalten uns jetzt mal weiter. Jonas hat ja das Down-Syndrom. Du als Mutter, ihn loszulassen, ist ja immer so ein Thema natürlich, das Kind loslassen. Ist es bei ihm was Besonderes, hast du das Gefühl? Ja, also ich habe definitiv gemerkt, dass es mir bei ihm schwerer fällt als bei seinen älteren drei Schwestern, die also aus dem Haus auch ziehen zu lassen. Bei Jonas habe ich mich da irgendwie doch mehr, es hat doch mehr mit meinem Mutterherz gemacht und immer wieder so das Gefühl, irgendwie kontrollieren zu müssen, ob es klappt, ob es ihm gut geht und immer so am Telefon zu sein. Und bis dann auch die Betreuer in der ersten Wege gesagt haben, also Doro, jetzt ist mal gut, halt dich mal zurück. Lass den Kerl mal hier in seinem neuen Leben auch ankommen und hol ihn nicht jeden Tag ab oder treff dich nicht ständig mit ihm. Und dass er auch wirklich erst mal ankommt. Ja, also. Kommen auch manchmal Zukunftsängste? Wie wird das werden, wenn er dann noch älter wird? Ja, also immer mal wieder Gedanken. Ängste würde ich es jetzt vielleicht gar nicht nennen. Also nicht im Sinne von, dass ich da Berge vor mir sehe, wo ich gar nicht weiß, ach du meine Güte, wie wird das mal. Wir haben schon so viele Hürden miteinander gemeistert und ich habe Gott schon so oft einfach da auch ganz lebendig erleben dürfen, dass ich denke, er hat ihn geschaffen, er liebt ihn, wie er ist und er wird auch immer einen Plan und einen Weg für ihn haben. Hast du ein ganz kleines Beispiel, wo du das ganz konkret gemerkt hast? Naja, also die krassesten Beispiele waren seine zwei Herz-OPs, wo die Aussicht auf 50-50 war, dass er es überlebt überhaupt. Und auch da haben wir gemerkt, ja, unser Elternarm reicht halt nicht länger als hier. Wir müssen es einfach auch Gott hinlegen und völlig überlassen. Ja. Das hilft euch praktisch, so an Gott dabei zu denken, mit ihm unterwegs zu sein. Ihr habt als Christen eine Beziehung zu ihm, Jonas auch. Und hält sich darauf fest dran. Ne? Genau. Also wie er es jetzt im Moment aktiv lebt, weiß ich gar nicht so genau. Er ist ja seit 3 Jahren gar nicht mehr bei uns im Haus, also ausgezogen. Von daher kriege ich das gar nicht mehr so mit. Aber er hat eine sehr, sehr aktive Beziehung zu Jesus. Er hat so einen imaginären Freund, der heißt Patrick. Manchmal sagt er auch Jesus. Und das ist so eine Mischung, mit dem unterhält er sich den ganzen Tag und bespricht jeden weiteren Schritt, den er gerade macht, was er jetzt Film guckt oder was er isst oder was überhaupt ansteht und so. Das finde ich total schön. Also praktisch immer so in so einem Zwiegespräch. Ja, also, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, Jonas ist mein Sorgenkind und ich muss Gott unglaublich, also gar nicht. Wir sind sehr beschenkt mit ihm, wir haben so viel Schönes erlebt durch ihn, mit ihm. Und ich habe sehr viel Freude mit ihm zusammen, jetzt eben gerade auch diese Bücher zu machen und mit ihm auf Tour zu gehen. Das ist einfach ein Riesengeschenk. Wir haben da viel Spaß miteinander. Das spürt man euch, wenn man euch so zusammen sieht, finde ich. Ja, danke. Ja. Immer was los, ne? Immer was los. Immer ist was. Was für eine Überleitung. Immer ist was, da kann Doro Zachmann ein Lied von singen. Aber wir überlassen das heute zwei exzellenten Musikern, nämlich Carola und Eberhard Rink. Ihr Lied heißt tatsächlich Immer ist was. Immer ist was, irgendwas kommt immer dazwischen. 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 Neulich bin ich ziemlich schlapp gewesen und wollte auf der Couch gemütlich lesen.
Kaum war ich in mein Buch vertieft, natürlich, zack, da klingelt's an der Wohnungstür. Hallo, Überraschung, ich bin's auch. Endlich können wir mal gemütlich zusammensitzen und richtig schön Kaffee zusammen trinken. Das wollten wir doch schon so lange mal. Ach, ja, wenn du das sagst. Immer ist was, immer ist was. Irgendwas kommt immer dazwischen. Immer ist was, immer ist was. Irgendwas kommt immer dazwischen. Neulich hatte ich mir viel vorgenommen, um arbeitstechnisch gut voranzukommen. Kaum hatte ich voll losgelegt und war sehr motiviert, schon ging die Bürotür auf. Schatz, du kochst doch heute, nicht wahr? Bringst du die Kleine dann auch zum Klavierunterricht? Und die Milch ist alle. Tschüss. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Immer ist was, immer ist was. Irgendwas kommt immer dazwischen. Immer ist was, immer ist was. Irgendwas kommt immer dazwischen. Irgendwas kommt immer dazwischen. Irgendwas kommt immer dazwischen. Es ist fast wie ein Grundgesetz des Lebens. Da plant und hofft man leider oft vergebens. Und so kam ich, verzeih mir bitte, einfach nicht dazu. Das Haus zu dekorieren, die Lampe zu montieren, die Arbeit zu verrichten, dies Lied fertig zu dichten, den Kram hier endlich wegzuräumen. Leider schaffte ich's nicht auf die Schnelle, doch dein Anliegen kam gleich an nächster Stelle. Es war einfach richtig schwer, den perfekten Zeitpunkt zu erwischen, denn irgendwas kam immer dazwischen. Immer ist was, immer ist was. Irgendwas kommt immer dazwischen. Immer ist was, immer ist was. Irgendwas kommt immer dazwischen. Immer ist was. Immer ist was, irgendwas kommt immer dazwischen. Immer ist was, irgendwas kommt immer dazwischen. Auch wenn ich plane, mich beeile und mir gut die Zeit einteile, irgendwas kommt immer dazwischen. Sehr, sehr schön. Ihr sprecht, glaube ich, vielen Menschen aus dem Herzen. Das hoffen wir. Ja. Es ist ja tatsächlich immer was. Jetzt sehen wir uns schon wieder hier. Ja, schön. Ja, schön. Ihr wart mit den Müttern schon da. Genau. Ewi als Busfahrer und Pianist. Heute seid ihr als Duo hier. Mhm. Immer ist was. Also wir können das alle nachvollziehen. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Wahrscheinlich, weil immer was ist. Ja, also es endet eigentlich nie. Ne? Immer habe ich irgendeinen Plan und will den eigentlich umsetzen und dann kommt immer irgendwas dazwischen. Ne? Also natürlich andere Leute, aber auch Dinge, die kaputt gehen oder ja, man kommt irgendwie nie so richtig auf den grünen Zweig. Ne? Tja, auch bei den Kindern. Erst hat man kleine Kinder, dann große Kinder. Bei den kleinen Kindern kleine Probleme, bei den großen Kindern große Probleme. Wenn du das sagst, ja. Okay. Obwohl, jetzt habt euch nicht so, ihr wart gerade im Urlaub, ne? Seid frisch zurück eingeflogen. Ja, aber auch da ist man ja nicht gefeit. Auch nicht alles rund gelaufen. Das ist schon okay. Komisch, wenn man dann sein Auto überhaupt nicht wiederfindet in der Parkgarage. Ja? Das ist schon echt blöd. Aber es war nur ein eingeliehenes, nehme ich an, oder? Nein, das eine. Ehrlich, das eine. Okay. Und du hattest doch ein Bild gemacht. Ja, extra, um es wieder zu finden. Aber, okay. Aber wir haben es nachher Ich fotografiere dann immer. Ja, ich auch, aber das Foto fand ich nicht mehr gefunden. Ach so, das Foto war das, okay. Ich dachte, du sitzt da und hast dann gemalt. Wo ihr wart. Immer ist was heißt eure neue CD. Ist das ein klassisches Musikkabarett oder habt ihr da auch ein paar noch tiefgehendere, ernstere Themen mit aufgenommen? Wobei das einander nicht ausschließt, ich weiß, aber... Also es ist eine bunte Mischung, denke ich. Natürlich lustige Sachen, aber schon auch mal hier und da ein Lied, was so aus dem Herzen kommt, wo man einfach irgendwas verarbeitet, was einen bewegt oder so. Also ich habe zum Beispiel ein Lied geschrieben über unsere Kinder. Ich finde das einfach faszinierend, wenn man sieht, wie Kinder reinwachsen in das, was sie irgendwie, was in sie reingelegt ist. Halt. Das finde ich einfach toll, wenn das klappt. Und es ist ja so eine sensible Sache. Man wünscht es den eigenen Kindern. Mhm. Wie geht ihr ganz ernsthaft damit um, wenn viele Dinge mal nicht so klappen, wie es geplant ist? Habt ihr da für euch irgendein
Refugium, Humor. Humor ist, glaube ich, schon wirklich das Stichwort. Nicht immer alles so bierernst nehmen, ne? Und nicht immer denken, irgendwie alles muss nach den eigenen Strukturen gehen, die man sich vorher gedacht hatte. Denke ich. Sich selber einfach auch mal ein bisschen auf die Schippe nehmen, oder? Und wenn es mal nicht klappt, wenn man mal ernsthaft angefressen ist aufs Leben, dann geht es trotzdem weiter, wie wir in vielen Geschichten und Lebensberichten hören. Dann schreibt Eberhard ein Lied. Ja. Super Möglichkeit, ne? Sich selbst auszudrücken und Dinge zu verarbeiten. Auf jeden Fall. Ja. Also wenn Sie, liebe Zuschauer, Lust bekommen haben auf diese CD, ich zeige es jetzt mal in die Kamera, kriege kein Geld dafür. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe sie, ist es wirklich toll. Immer ist was, heißt sie, von Carola und Eberhard Rink. Also wenn immer was ist, dann ist das bestimmt in Familien so. Und je größer und bunter Familien sind, umso mehr ist immer was. Und das kann bei einer Patchwork-Familie umso mehr der Fall sein. Wo da die Herausforderungen liegen, das weiß unsere Überlebenshelferin Sigrid Röseler. Endlich wieder eine vollständige Familie. So freut sich einer, der seinen Partner verloren hat und sich neu verliebt hat. Und zwar in jemanden, der eventuell auch schon Kinder hat. Der Mythos Patchwork schillert in den buntesten Farben. Hoffnungsvoll, fröhlich und quirlig. So wird es uns jedenfalls oft im Film oder Fernsehen vermittelt. Als heile Welt. Doch bei einer Patchwork-Familie handelt es sich nicht um einfache, leblose Flicken, die man beliebig miteinander verbinden könnte. Egal, ob beide Partner noch Kinder im Schlepptau haben oder in der neuen Ehe noch ein gemeinsames Kind geboren wird, es entsteht ein sehr anspruchsvolles Beziehungssystem. Und um Chaos zu verhindern, braucht es eine völlig neue und sensible Organisation. Denn jeder bringt in die neue Familie unterschiedliche Prägungen, Erwartungen und Ängste mit. Da gibt es Konflikte, die sich beim besten Willen nicht einfach so auflösen lassen. Das Zusammenleben ist quasi wie eine anspruchsvolle Reise, die große Herausforderungen für die Teilnehmer mit sich bringt. Zum einen für die Kinder. Sie leiden unter der Trennung der Eltern. Und jetzt nimmt ihnen der neue Mann auch noch die Mama weg. Sie sind verunsichert, fühlen sich oft nicht mehr geliebt und können nur schlecht vertrauen. Aber meistens reden sie nicht darüber und verschweigen ihre Gefühle. Zum anderen für die Ehepartner. Die sind natürlich auch in einer zweiten Ehe die Voraussetzung für ein funktionierendes Miteinander. Darum ist es wichtig, mit allen Kindern offen über die Beziehung zu reden. Die Stiefkinder fühlen sich nämlich den leiblichen Kindern gegenüber schnell benachteiligt. Naja, und dann auch noch die unterschiedlichen Erziehungsstile der beiden Partner. Das ist übrigens der häufigste Grund für einen Konflikt. Vielen ist dabei einfach nicht bewusst, dass der Stiefelternteil nicht dieselbe Autorität hat wie der leibliche Elternteil. Vielleicht helfen Ihnen ja wenigstens mal drei Tipps auf dieser Abenteuerreise. Erstens die Familienkonferenz. Sie ist ein sehr wertvolles Werkzeug für die Patchwork-Familie. In regelmäßigen Zusammentreffen können wichtige Fragen angesprochen werden und alle dürfen sagen, was sie gut oder blöd finden. Zweitens, ein klarer Wochenablauf im Überblick. Es gibt ganz unterschiedliche Zeiten, die miteinander abgestimmt werden müssen, wie zum Beispiel Kindergarten, Schule, Arbeitszeiten der Eltern, Musikunterricht sowie das Besuchsrecht der getrennt lebenden Elternteile. Drittens, einander vergeben. So sehr man sich auch über das neue Zusammenleben freut und das Alte hinter sich lassen möchte, immer wieder brechen alte Verhaltensweisen auf, die sehr verletzen können. Oft genügt der kleine Satz, sorry, ich bin wieder in alte Muster gefallen. Vergebung entlastet und öffnet neu den Weg zueinander. So, und nun wünsche ich allen gutes Gelingen und denken Sie dran, lieber langsam vorwärts kommen, als schnell auf der Strecke bleiben. Wunderbar. So, und jetzt ist der Jonas wieder bei uns. Hallo. Du warst Kameramann. Wie war's? Gut. Gut? Ist es schwierig? Nö, alles kriegst du so hin. Also, nicht so leid, aber ich krieg das so hin. Ja, klar kriegst du das hin. Ich meine, du hast ja auch schon ein Buch geschrieben. Ha! Ein Klacks. Ein Klacks. Und schon eine Idee für ein neues Buch? Das schreibe ich noch weiter.
Okay. Ich glaube, jetzt genießen wir erstmal, dass wir den großen Brocken mit dem Schreiben geschafft haben. Ich will es immer genießen. Ja, du recht. Rein. Wie lange dauert es eigentlich, bis man so ein Buch fertig hat? Bis es fertig wird. Also der reine Schreibprozess war jetzt ein gutes Jahr. Ja. Also so 14-tägig haben wir uns getroffen. Und und dann hatte ich noch so die ein oder andere Hausaufgabe aus diesen ganzen Puzzleteilen überhaupt in ein Buch zu. Also einen roten Faden da rein und einen klaren Überbau und so. Ein bisschen was, ne? Genau, und und viele Texte von ihm sind ja auch handschriftlich, die mussten wir zum Teil entweder einscannen oder auch abtippen. Also ja, war noch schon so einiges zu tun. Ja, das glaube ich. Naja, gut, jetzt kommt erstmal das Neue raus. Wie heißt das Moment? Bin kein Star, bin ich. Genau. Okay, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Es hat richtig Spaß gemacht mit euch beiden. Dankeschön. Und wir haben uns gefreut, dass Sie auch mit dabei waren. Die Sendung ist leider jetzt zu Ende. Aber besuchen Sie uns doch mal auf unserer Homepage gottseidank.tv oder auf YouTube. Viel Spaß dabei. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Tschüss und bis bald. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Burgwächter TSE Home and Business. Für eine Welt ohne Schlüssel.